Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Musikpuls. Musikpuls gibt es schon eine ganze Weile, schon einige Jahrzehnte. Und die Idee dahinter war damals, dass man die Neuveröffentlichungen, die ja in den Startlöchern sind, mal durch die Hände von DJs laufen lässt und dann mal schaut, was für ein Feedback da zurückkommt. Eventuell, wie das Feedback dann war, wurde an der Produktion vielleicht noch was gedreht und erst dann die Single wirklich veröffentlicht, weil man so halt auch sicher sein konnte oder sicherer sein konnte, dass die Qualität auf jeden Fall deutlich besser ist und auch eher beim Publikum ankommen wird. Falls die Veröffentlichung auch schon klar war und alles so bleibt, hat man hier trotzdem auch noch die Möglichkeit, dass man die DJs als Trendsetter benutzt, weil die DJs hier die Tracks schon kurz vor der Veröffentlichung oder eben am Tag oder gerade eben um die Veröffentlichung viel in den Clubs spielen könnten und der Track somit natürlich auch direkt zu großer Bekanntheit kommt. Deswegen, gerade auch weil es Pools schon so lange gibt, sind es meistens sehr, sehr große Musikarchive. Ihr könnt hier teilweise auf riesige Datenbanken zurückgreifen, was natürlich auch wieder ein Argument ist für zum Beispiel Mobile DJs oder generell Anfänger. Denn für Mobile DJs, da kommen wir später noch dazu, ist die Auswahl vielleicht nicht ganz so passend, weil die Pools sich meistens sehr auf Genre fixiert haben. Aber für Anfänger auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier an großes Musikrepertoire heranzukommen. Die können kostenlos sein, bis zu 100 Euro. Das hängt immer davon ab, welcher Pool es denn eben ist und welches Paket ihr dann in diesem Pool auswählt. Denn je nachdem habt ihr auch ein unterschiedliches Angebot. Das ist leider oftmals daran verknüpft, dass ihr ein Residency in einem Club oder eben einer Location irgendwo vorweisen müsst. Ja, nicht bei allen, aber bei einigen. Deswegen teilweise für Anfänger auch schwierig. Da ist halt hier die Definitionsfrage, was ist ein Anfänger? Jemand, der noch kein Residency irgendwo hat oder vielleicht jemand, der schon mal regelmäßig irgendwo auflegt, aber vielleicht noch keinen so großen Namen hat. However, es ist auf jeden Fall so, dass ihr teilweise bei der Anmeldung dann etwas vorweisen müsst, dass ihr diese Residency habt, denn die Pools wollen ja auch vermeiden, dass sich jeder Otto-Normalverbraucher hier anmeldet, zum relativ guten Preis viel Musik abstaubt und im Prinzip gar kein adäquates Feedback zu den Tracks zu geben. Denn, das ist nämlich auch ein Argument, ihr müsst die Tracks wirklich bemustern. Also dieser eigentliche Grundgedanke ist immer noch bei vielen Pools vorhanden. Ihr müsst die Tracks, die ihr bekommt, dann auch bewerten, eben ein Feedback geben und habt somit im Prinzip auch neben den Kosten auch noch eine gewisse Arbeit. Ja? Ihr müsst da Zeit reinstecken, das ist nicht einfach so umsonst. Es kann sich unter Umständen empfehlen, manche Pools zu kombinieren, weil manche Pools eben gewisse Subgenre abdecken und somit seid ihr halt besser aufgestellt. Außerdem kann es zum Beispiel sein, dass ein Pool sich eher auf Remixe oder Mashups spezialisiert hat und der andere eher auf klassische Musik. Nicht die Musikrichtung, sondern eben eher die Originaltracks. Und so kann es sein, dass eine Kombination aus mehreren Sinn macht. Aber auch ganz wichtig, hier nicht übertreiben, weil das ist dasselbe Thema wie vorhin schon im Intro. Wenn ihr eine riesige Mediathek habt, dann bringt ihr euch gar nichts, wenn ihr da nicht mehr durchblickt und die ganzen Sachen nicht gescheit aufbereiten könnt. Deswegen hier auch das Ganze mit ein bisschen Vorsicht genießen. DJ-Pools sind natürlich dann, wie auch schon erwähnt, eher für Newcomer geeignet oder zum Beispiel auch für Hip-Hop-DJs, weil DJ-Pools vor allem auch in dieser Sparte unterwegs sind. Kommen wir zum ersten DJ-Pool. Der heißt DJ City. Es ist mit einer der größten. Wir haben das Ganze wieder wie bei den Online-Anbietern für euch tabellarisch aufbereitet. Insofern kostet der Pool zum aktuellen Stand 35 Dollar pro Monat. Die Auswahl ist sehr breit gefächert. Wir finden hier Hip-Hop, R&B, aber auch eben elektronische Geschichten wie House und sogar eben auch noch A Cappella und Remixe. Deswegen also ein eher breit aufgestellter DJ-Pool. Die Tracks sind meistens sehr aktuell. Und sie werden auch nach 12 Monaten wieder gelöscht. Also gerade für Anfänger hier nur bedingt interessant, weil eben es kein jahrelanges Musikarchiv gibt. Positiv sind die täglichen Updates. Ihr bekommt also immer wieder neue Musik und das Ganze auch noch in sehr guter Qualität.
320 Kilobit pro Sekunde. Also sehr positiv. Charts, Trends und Playlists. Gibt es noch die Hotbox, also eben von DJs und dem Pool bewerteten heißen Tracks, die wirklich besonders sind und gut ankommen. Und es gibt die klassischen Trends noch, daran könnt ihr euch auch orientieren und eben immer Ausschau nach neuer Musik halten. Die Bezahlung auch wieder ganz klassisch per PayPal oder Kreditkarte, wie man es online gewöhnt ist. Und als Special gibt es noch Exklusivmaterial in Form von Remixen. Und hier ist natürlich auch wichtig, dass den Remix, den es bei dem einen DJ-Pool gibt, nicht zwangsweise auch bei einem anderen DJ-Pool gibt, wie das vielleicht bei diversen Online-Anbietern ist, dass man diesen Remix halt einfach so kaufen kann und er auf allen Plattformen ist. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist auch der Punkt, warum es eben eventuell Sinn macht, manche zu kombinieren, weil es zum Beispiel einen Remix, den es hier auf DJ City gibt, nirgendwo anders mehr zu bekommen gibt, weil eben der Produzent den nur an diesen Pool geschickt hat. Ja, der nächste Pool ist DMS. Hier ist es abhängig davon, welches Paket ihr euch zulegt, ob ihr eben 29,95 bezahlt oder sogar 64,95. Es hängt an euch. Der Schwerpunkt liegt hier auf Hip-Hop, R&B und ähnlichen Musikrichtungen. Das Archiv reicht sehr weit bis in die Vergangenheit, also hier vor allem eben für Anfänger gut geeignet. Hier könnt ihr euch durch Jahrzehnte der Musik klicken. Und es gibt mehrmals wöchentlich Updates, von daher seid ihr hier auf jeden Fall sehr gut versorgt und das Ganze dann auch noch in sehr guter Qualität. Die Charts sind wöchentliche und monatliche Trends, an denen könnt ihr euch auch ganz klassisch orientieren. Ist jetzt im Prinzip nichts Besonderes, aber auf jeden Fall wichtig, dass es das gibt. Die Bezahlung auch wieder klassisch per PayPal und Kreditkarte und auch hier wieder Exklusivmaterial in Form von Remixen. Das kann schon sehr individuell sein, was man dann hier an Angebot bekommt. Der nächste Pool ist Promo Only. Hier ist die Preisspanne sehr weit auseinander. Von 12 bis 100 Dollar hast du hier die Möglichkeit, dich einzukaufen. Die Auswahl ist sehr, sehr breit. Der Pool ist auch sehr groß und deswegen auch sehr teuer. Ihr habt hier wirklich von alles bis Radio, Club, viele Genres. Alle möglichen Varianten gibt es hier im Angebot. Und es gibt sogar so verrückte Sachen wie UK Underground oder Christian. Von daher werdet ihr hier mit Sicherheit fündig. Es sei denn, ihr seid auf der Suche nach Instrumentals oder A Cappellas. Da wird es schwierig. Aber ansonsten wirklich ein sehr großes Angebot und das Ganze in Top-Qualität. Als Charts und Trends gibt es die Track-Trends. Also DJs laden hier ihre History der vergangenen Gigs hoch. Und somit bekommt ihr ein sehr direktes Feedback, was draußen gespielt wird, was draußen gut ankommt. Denn was logischerweise oft gespielt wurde, muss auch automatisch gut ankommen. Und somit ist es auf jeden Fall eine tolle Idee, wie man hier noch eben Trends aufbauen kann. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch gut daran orientieren. Die Bezahlung wieder per PayPal oder Kreditkarte. Und als Special hier noch, das ist auch was Einzigartiges, gibt es hier noch Videocontent. Müsst ihr halt schauen, ob ihr das braucht, ob ihr daran Interesse habt, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es das gibt. Der nächste Pool ist iDJ Pool oder auch Urban DJ Pool genannt. Der Preis ist von 15 bis 50 Dollar am variieren und die Auswahl ist wieder sehr breit gefächert. Es gibt Classics, eben die bekannten Hits, Country, Dance, Latin, Rock, Pop und Urban. Also wirklich sehr breit aufgestellt und vor allem als Extra eben noch, es gibt sogar Mashup, DJ-Tools, extra Intros und Remixe und das Ganze sogar in täglichen Updates. Also hier auf jeden Fall auch ein sehr, sehr breites Angebot, auch wieder in Top-Qualität und wofür man jetzt natürlich nicht unbedingt den Pool bräuchte, aber wenn es es gibt, kann man es natürlich auch gerne mitnehmen. Gibt es ja noch die American Top 40 und die Billboard Hot 100. Die Bezahlung läuft dann wieder ganz klassisch per PayPal und Kreditkarte. Und als Specials habt ihr hier noch ganze Content-Ordner downloadbar. Ja? Bei den normalen DJ-Pools ist es so, dass ihr eben die Tracks immer einzeln runterladen müsst oder ihr bekommt halt Pakete immer täglich zugeschickt oder wöchentlich, wie auch immer, und sucht euch da die Tracks dann raus. Hier könnt ihr sogar eben richtig nach diesen Ordnern suchen online. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Ansatz. Und Masspool Digital macht das Ganze für 22 Euro im Monat. Die Auswahl ist eher auf der elektronischen Richtung.
wie ihr sehen könnt. Aber ihr werdet trotzdem natürlich auch Hip-Hop finden. Es gibt eher aktuelle Tracks und kein altes Archiv. Deswegen auch hier wieder, wenn ihr Anfänger seid und auf ein großes Archiv zurückgreifen möchtet, seid ihr hier auf jeden Fall an der falschen Adresse. Was aber nicht heißt, dass ihr hier vielleicht nicht auch Mitglied werden könntet oder solltet. Weil es gibt natürlich ja hier trotzdem auch regelmäßig neuen Content. Leider gibt es keine DJ-Tools, A Cappellas oder Instrumentals. Dafür aber trotzdem die große Auswahl in täglichen Updates. Das Ganze dann wieder in Top-Qualität. Charts und Trends gibt es leider keine. Braucht man ja aber auch nicht zwingend. Das ist eher ein Nice-to-Have. Die Bezahlung wie immer PayPal und Kreditkarte. Und auch hier wieder gibt es exklusive Remix-Pakete und das ist natürlich eben immer eine schöne Möglichkeit, euer Set sehr individuell zu gestalten. Der nächste DJ-Pool ist Live-DJ-Service. Das ist auch gleichzeitig unser letzter Pool. Das ist zwar nicht der letzte, der auf dieser Erde existiert, aber wir haben jetzt eben hier uns ein paar große mal rausgepickt. Der Preis ist $30 im Monat und die Auswahl ist sehr breit gefächert von Hip-Hop und desgleichen in dieser Richtung bis zu Big Room House. Außerdem gibt es A Cappellas, DJ-Tools, Remixe und so weiter. Also hier seid ihr auf jeden Fall auch sehr gut aufgestellt, wenn ihr hier Mitglied seid. Die Updates sind zwar nur monatlich, aber dafür eben sehr breit aufgestellt. Und hier bekommt ihr handverlesene, hochqualitative Pakete. Denn hier sitzen wirklich Menschen, die die Sachen sinnvoll zusammenstellen. Das ist nicht einfach ein DJ-Pool, bei dem alle Labels und Künstler ihre Sachen hinschicken können und die geben das einfach so an euch weiter, sondern eben hier sitzen Leute, die wirklich wie Art Redakteure fungieren. Die Qualität wieder auch in 320 Kilobit pro Sekunde, das passt. Charts und Trends gibt es leider keine. Bezahlung hier nur per Kreditkarte. Müsst ihr also schauen, wenn ihr noch keine habt, weil ihr zu jung seid oder warum auch immer, dass man es vielleicht über eine andere Person laufen lassen kann. Es ist auf jeden Fall was, was es schwierig macht, aber jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Specials gibt es leider keine. Also hier auf jeden Fall der Schwerpunkt bei diesen besonderen Paketen. Und alternativ gibt es noch diese ganzen DJ-Pools hier. Die haben auch ihre Relevanz und Daseinsberechtigung. Aber wenn wir jetzt hier wirklich jeden durchsprechen würden, dann könnten wir nur darüber einen Kurs machen. Wenn ihr also Interesse in dieser Richtung habt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Teilweise sind sie sehr begrenzt, wie zum Beispiel auch White Label, was exklusiv nur für Serato-Nutzer zur Verfügung steht. Insofern ihr also mit Trackdoor oder mit Virtual DJ auflegt, kommt ihr hier schon mal nicht rein. Und so könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal schlau machen und wisst jetzt genau, warum es DJ-Pools gibt, wie die funktionieren und wo so grob die Unterschiede liegen bei den großen und könnt euch auf jeden Fall jetzt besser entscheiden, in welchen ihr vielleicht eintreten möchtet oder eben welche ihr am besten miteinander kombiniert. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion. Und wünschen dir bis dahin alles Gute.